Hi, ich bin Danny und heute in dem Video erkläre ich dir, was ist Trailrunning. Was Trailrunning ist, ist sehr schnell erklärt. Es ist ganz normales Laufen, nur eben nicht auf der Straße. Das kann überall sein, so wie hier zum Beispiel neben der Kuhweide am Berg, was eigentlich so der Klassiker ist. Was Trailrunning wirklich ausmacht, kann man sich dann verdeutlichen, wenn man sich die Unterschiede zum Straßenlaufen bewusst macht. Wo es beim Straßenlaufen oftmals darum geht, ich möchte jetzt 5 Kilometer laufen oder ich möchte jetzt 10 Kilometer laufen, das ist beim Trailrunning erstmal zweitrangig. Man kann das eher vergleichen mit schnellem Berggehen zum Beispiel. Man wird sich eher ein Ziel suchen, was man erreichen möchte, angenommen ein Berggipfel oder Umrundung von irgendeinem See oder sowas, und macht das dann einfach nur schnell. Distanzen gibt es natürlich, klar, wie beim Straßenlauf auch. Es gibt so ein klassische 10 Kilometer oder Marathonstrecken. Die sind natürlich nicht genauso genormt, die werden nicht genauso getestet und meistens sind auch Höhenmeter dazwischen. Das heißt, man kann es kaum vergleichen. Es sind auch ganz andere Zeiten, die da gelaufen werden. Aber meistens richten sich die Distanzen nach natürlichen Hindernissen sozusagen. Was genau du fürs Traillaufen brauchst, richtet sich eigentlich nur nach dir und was du machst. Zum Beispiel für den 5 Kilometer Waldlauf zum Feierabend brauchst du nichts anderes, als du auch für einen Straßenlauf bräuchtest. Wenn du aber wie ich zum Beispiel in den Bergen unterwegs bist, dann hast du ganz andere Anforderungen an deine Ausrüstung, und da macht auch die Ausrüstung einen gewaltigen Unterschied. Angefangen bei den Schuhen, die natürlich ein ganz anderes Profil haben sollten. Wenn du wissen willst, was noch wichtig ist an Ausrüstung, dann schau dir doch unser anderes Video an, speziell zum Thema Ausrüstung beim Traillaufen. Ansonsten, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, abonniere doch unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß beim Laufen.